Hallo Leute, in dem heutigen kurzen Video geht es nochmal um das Thema Psychologie. Wie einige vielleicht mitbekommen haben, habe ich neben meiner Ausbildung als Lebenssozialberater jetzt auch angefangen, die Ausbildung zum Psychotherapeuten zu machen. Und ich versuche natürlich all diese Fachbereiche, die ich bisher gelernt habe und studiert habe, auch zu verbinden, weil sie aus meiner Sicht natürlich auch alle zusammenhängen. Also angefangen von der ganzen sportlichen Aktivität, die ich mache, über Ernährungsberatung oder das ganze Thema Ernährung. Das ganze Thema Bewegung, Training, Psyche, das hängt alles natürlich zusammen. Und ganz gut sieht man das eigentlich wieder, wenn man sich ein bisschen näher mit den Neurowissenschaften auch beschäftigt und mit dem Thema Psychoneuroimmunologie, was natürlich auch ein Thema ist, das ich in meiner Praxis sehr stark behandelt, wie das Ganze zusammenhängt. Mir hat ja eigentlich immer schon gestört in vielen klassischen Psychotherapieformen, dass sehr stark Wert gelegt wird auf die Kognition, auf das, was ein Patient oder Klient berichten kann und ganz viel über das Gespräch, obwohl, wie gesagt, das Gespräch kann auch sehr viel, aber natürlich nicht alles. So, es wird sehr oft der Körper eben außen vor gelassen, obwohl in neueren Therapieströmungen es immer mehr Einzug hält, dass der Körper eben auch mit berücksichtigt wird. Ganz gut sieht man es auch in der Theorie oder eigentlich in den Untersuchungen von Antonio Damasio oder auch anderen moderneren Neurowissenschaftlern, die eben zeigen, dass Gefühle oder eben auch Emotionen, die unterscheiden das sehr oft zwischen Gefühlen und Emotionen, da gibt es keine einheitliche Terminologie, dass das eigentlich mit Körperwahrnehmung zu tun hat, ganz stark. Das heißt, die Körperwahrnehmung, das, was mein Körper über sich selbst, oder das, was mein Gehirn über den Körper wahrnimmt, diesen homöostatischen Zustand, da kann es beinhalten Herzfrequenz, Blutdruck, Blutzucker, Hormonstatus, all diese Sachen, die das Gehirn eigentlich ständig kennt. Das macht sozusagen auf unbewusster Ebene die erste Form des Bewusstseins. Der Damasio nennt es Proto-Selbst, das Kernbewusstsein. Und auf das aufbauend eigentlich erzeugt sozusagen das Gehirn dann Emotionen oder auch Gefühle, die dann wieder homöostatische Regulatoren sein. Das heißt, Gefühle entstehen dann, wenn auf körperlicher, aber dann eben auch auf psychischer Ebene, wo man es so genau ja nicht trennen kann, wenn ein Bedürfnis entsteht, das abweicht von dem momentanen Zustand. Das heißt, wenn mein Gehirn merkt, es ist ein Bedürfnis da und das Bedürfnis wird nicht erfüllt, dann werden sozusagen Emotionen erzeugt, Gefühle erzeugt, die uns dann motivieren, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen, um diese Bedürfnisse erfüllen zu können. Gleichsam ist natürlich auch total wichtig, wie unser Körper sich verhält oder wie unser körperlicher Zustand ist. Das heißt, unser Gehirn scannt sozusagen den Körper die ganze Zeit und auch wenn wir in einer schlechten körperlichen Fitness sein, einen schlechten Ernährungszustand haben, schlechtes sozio-emotionale Beziehungen haben, ist es natürlich immer, schaltet es sozusagen gewisse Emotionen oder Gefühle, auf die wir dann zu reagieren haben. Und deshalb ist es natürlich auch ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man den Körper aus einem psychotherapeutischen Setting nie herauslöst, sondern sogar sehr stark mit dem Körper arbeitet. So kann es eben zum Beispiel sein, dass Leute mit Depressionen, dass man die rein über einen körperlichen Zugang versucht zu behandeln, einmal am Anfang, und erst dann immer mehr diese kognitiven, emotionalen Zustände mit einbringt über Gespräche, aber zuerst einmal wirklich nur am Körper, an Verspannungen, die der Körper natürlich aufbaut, durch dieses Ungleichgewicht, dass man da anfängt einmal zu behandeln. Also für mich auch ein irrsinnig spannendes Thema, wo ich eigentlich jeden Tag was neu dazulerne. Und ich glaube, da ist auch die Zukunft der Therapie allgemein, sei es in der Medizin oder in der Psychotherapie, dass man einfach das nicht so scharf trennt, sondern sieht, dass der Mensch als Ganzes zu behandeln ist oder in der Behandlung zu betrachten ist und man sozusagen über ganz viele verschiedene Wege Zugang zu dem finden kann, aber auch keinen dieser Wege ausklammern sollte und exklusiv sich nur mit einem beschäftigen. Deswegen habe ich den Ansatz auch in meiner Praxis, dass ich möglichst all diese Ebenen mit einbringe, auch wenn es nach außen einfach oft einmal so schaut, wie wenn ich das einfach irgendwie zusammenwürfel, wie es mir gerade passt. Aber nein, wie gesagt, das Thema Bewegung, Sport, Ernährung, Psyche, das gehört natürlich alles zusammen. Und deswegen arbeite ich so auch in meiner Praxis. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Wenn es Fragen habt, bitte einfach kommentieren unter dem Video und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!